Guten Morgen, ihr Lieben. Ich liege noch im Bett, weil ich mir überlegt habe, ich nehme euch heute einfach mal einen ganzen Tag mit, bei allem, was ich so mit Rocky mache. Und so sieht das immer aus, wenn ich morgens aufstehe. Rocky, hallo. Guten Morgen. Guten Morgen. Ja, fein. Soll ich dir Futter machen? Hast du Hunger? Das wird nämlich jetzt das Erste sein, was ich mache, ihm Futter machen. Und es ihm dann geben. So, das hier ist Rockys Tagesration. Im Hintergrund rauscht es, weil ich gerade die Rollladen hochmache. Rocky bekommt 280 Gramm am Tag. Und davon fülle ich jetzt, Nase weg, jetzt etwas hier rein. Ich mache das immer so, dass der Boden quasi so bedeckt ist. Nimm's dir. Ja, nimm's dir. Ach, okay, nimm's dir. Trau dich, nimm's dir. Genau. Jetzt darf er frühstücken. Ich frühstücke gleich auf. Und dann machen wir uns auf den Weg zu unserer ersten Runde. So, Rockys Startklappe für den Spaziergang. Ich habe auch Regenjacke an, Pfeife um und Leckerchen dabei. Und dann kann es losgehen. Da es heute doch wieder recht windig ist, werden wir ein bisschen rausfahren aufs Feld, damit wir nicht so viele Äste haben, die uns vielleicht treffen könnten. Wir sehen uns dann später wieder. Rocky und ich sind schon wieder auf dem Rückweg. Hier sind die Felder. Rocky, lauf! Bis wir am Auto sind, sind wir ungefähr so 5,5-6 Kilometer gelaufen. Also jetzt nichts übertrieben Großes, aber auch nicht eine Mini-Runde. Ich hoffe, ihr versteht mich überhaupt, weil es so windig ist. Und wir werden uns gleich in die Wohnung begeben. Ich muss noch einen Kuchen backen. Und ja, dann schaue ich mal, was wir noch so machen. Ich nehme euch auf jeden Fall was so mit. Rocky und ich gehen jetzt noch einmal kurz in den Garten. Es ist jetzt nachmittags. Ich habe gerade mit meinen Eltern ganz lange und lecker gegessen. Dann haben wir noch aufgeräumt und jetzt ist es Zeit für Rockys Nachmittagsausgang. Da wir heute Morgen schon eine relativ große Runde waren, gehen wir jetzt nur einmal kurz in den Garten. Und wenn wir gleich wieder hochgehen, gibt es sein Nachmittagsessen. Und dann machen wir es uns auf der Couch gemütlich. Was siehst du denn da, Rocky? Komm! Komm! Rocky, komm! Er liebt den Garten einfach. Hier kann er endlich mal nach Herzenslust toben. Was er ja sonst nicht unbedingt kann. Komm! Deshalb bin ich so froh, dass wir den großen Garten haben. Er wälzt sich hier auch oft gerne. Genau. Komm, wo bist denn du? Ah, da. Ja, jetzt gehen wir wieder rein. Wir machen es uns gemütlich und ich melde mich gleich wieder, wenn es Futter gibt. Ja, das meinte ich gerade. So, es ist Mittagessenzeit. Und ich habe mir gedacht, heute bekommt Rocky das mal nicht einfach nur in den Napf. Das mache ich immer mal öfter. Ich habe ja verschiedene Sachen, unter anderem die Schnüffelteppiche, aber auch selbstgemachte Sachen. Aber heute bekommt er es mal in den Wobbler-Kong. Und ich habe einfach sein normales Futter genommen, den Kong so gut es geht aufgefüllt. Der muss jetzt noch zugemacht werden, was wahrscheinlich mit einer Hand relativ schwierig ist. Deshalb nehme ich meine Füße mal zur Hilfe. Na, jetzt hat er sich verkantet. Auf jeden Fall hat er dann gleich so ein bisschen Beschäftigung beim Essen. Er macht das auch echt gerne. Und ich finde, fürs Wochenende kann man das machen. Ja, nehm ich dir. Da liegt doch eins, ich wollte gerade sagen. Ich wollte eigentlich nicht mitspielen. Ja, jetzt ist er so 5 bis 10 Minuten damit beschäftigt. Und ich werde mich jetzt auf die Couch legen und gleich kommt er bestimmt dazu. Inzwischen ist es dunkel geworden und Rocky und ich haben uns es hier auf der Couch bequem gemacht. Ich schaue den Pferdeprofi von Samstag. Ich nehme mir das immer auf, weil ich da samstags eigentlich nie Zeit für habe und schaue mir das dann immer schnellstmöglich danach an. Ich habe vorher schon Hund, Katze, Maus und auch den Hundeprofi gesehen. Und Rocky leistet mir dabei Gesellschaft. Ich werde das Programm jetzt noch etwas weiter schauen. Da muss ich noch ein bisschen etwas ausschneiden.
Und dann lassen wir den Abend ausklingen. Später gehen wir nochmal raus, so in 1,5 Stündchen ungefähr. Und dann schaue ich mal, was ich heute Abend machen werde. Kommt halt nichts, was mich im Fernsehen interessiert. Vielleicht werde ich dann ein bisschen YouTube schauen oder so. Muss ich einfach mal gucken. Na, Rocky, wir kuscheln noch ein bisschen. Und später gibt es dann auch Essen. So, unsere letzte Runde des Abends beginnt. Wie ihr seht, ist es immer noch windig. Rocky hat sein Blinky an. Komm! Und wir machen uns jetzt noch einmal kurz auf den Weg hinter den Garten. Da wir recht viele Tiere im Garten haben und gerne einmal ein Igel abends hier durchläuft, nehme ich Rocky am Hinweg immer an die Leine, damit wir einmal abchecken können, wie es so aussieht. Und auf dem Rückweg lasse ich ihn von der Leine. Allerdings ist es so windig heute, dass ich ihn, glaube ich, lieber bei mir behalte. Gut, ich melde mich später noch einmal, wenn es nämlich Abendessen für Rocky gibt. Das bekommt er immer gegen 9 Uhr. Und da bekommt er einfach den Rest, den er am Tag noch nicht bekommen hat. Also, wir hören uns gleich nochmal. So, es ist kurz nach 9 Uhr abends. Rocky hat Hunger und er bekommt jetzt sein Abendessen. Das ist der Rest von heute. Das werden etwas über 100 Gramm sein. Die bekommt er jetzt. Und während Rocky frisst, bereite ich schon mal das Futter für morgen vor, weil morgen muss ich wieder früh aufstehen und zur Arbeit fahren. Und da muss ich das morgens nicht machen, sondern eben nur noch ihm das einfüllen. Und das entlastet mich dann doch ein bisschen. Rocky, nimm's dir! Nimm's dir! Mein Essen für morgen habe ich auch schon vorbereitet. Ich habe mir wieder Overnight Oats gemacht, sodass ich mir das morgen früh nur aus dem Kühlschrank nehmen muss. Später, bevor ich ins Bett gehe, nehme ich euch auch noch mal kurz mit. Da bekommt Rocky noch seine Zahnpflegesnacks. Und dann war es das eigentlich auch schon für heute. Wir machen es uns jetzt noch 1,5 Stündchen auf der Couch gemütlich. Und dann ist der Tag auch schon wieder vorbei. Es ist fast Schlafenszeit und Rocky bekommt jetzt noch seinen Gute-Nacht-Snack für seine Zähnchen. Ich gehe gleich auch Zähne putzen und mich Bett fertig machen. Im Moment bekommt er die, ich glaube, Sizzles heißen sie. Genau, die Sizzles von Q-Chefs. Und wie ihr seht, findet er sie sehr lecker. Bekommt er eine zweite folgt hier. Nimm's dir. Und das ist das Letzte, was ich mit Rocky am Tag mache. Wie gesagt, ich mache mich jetzt auch Bett fertig. Rocky geht bestimmt auch gleich schlafen, ne? Mehr habe ich nicht, Dicker. Mehr habe ich nicht. Ja, ich hoffe, euch hat der Tag mit uns gut gefallen. Wenn ja, dann lasst mir doch einen Kommentar da. Dann mache ich das vielleicht öfter. Immer wenn es gerade gut passt. Ich habe mir auch überlegt, das war jetzt ein Wochenendtag, dass ich auch mal ein Follow Me Around mache, wenn ich arbeiten gehe, dass ihr das so mitbekommt, wie dann der Alltag aussieht. Und jetzt wünsche ich euch allen eine gute Nacht.